Hallihallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog zum Thema Wir suchen ein neues Wohnmobil von den Inselcampern. Wir sind die Leimer und das Sven, meine Wenigkeit. Ja, heute schauen wir uns beim Autohaus Hollenstedt einen Carthago Schick C-Line an. Welcher das genau ist, seht ihr jetzt. Ich zeige euch das mal, ich fahre gerade mal mit euch drüber. Das ist der Carthago Schick C-Line i5.9 XLLE mit Leder und das Ganze zu einem Preis von 190.270. Der ist zugelassen mit 5,5 Tonnen und hat eine ordentliche Zuladung, Masse in fahrbereiten Zustand, 4.192 Kilo, also man kriegt ordentlich da rein. Ich fahre mal langsam drüber, wenn die Details interessieren, der macht einfach auf Pause und kann sich das in Ruhe durchlesen. So, das Fahrzeug jetzt einfach einmal von außen. Wir gehen mal ringsrum mit euch. Klappen habe ich schon alle aufgesperrt. Meine Emily macht die bestimmt auch auf. Ja, da bewegen wir uns in der Premium-Klasse, Leute. Das ist natürlich schon eine andere Nummer. Ja. So, da haben wir einen doppelten Boden. Ja, ach, wie ist ein Stauraum wieder, ja. Schön mit Durchreiche. Also auf der anderen Seite kannst du dann die Klappe auch nochmal aufmachen. Hier sehe ich den Stauraum, wo du von innen auch eben rankommst. Richtig ordentliche Gasaußenanschluss, wenn du da einen Grill anbringen willst und Gasdruckdämpfer wieder. Richtig ordentlich dämpft das. Ja. Guck mal. So. Ja. So, da haben wir die Auslöser für den Kühlschrank. Auch sauber. Ja, genau. Hier für die alte Heizung. Alte Heizung. Auspuff. Hier so, ist da die haben wir Kassette. Kassettentoilette verbaut, genau. So. Und jetzt kommen wir wieder zu dem hier Landstromanschluss. Jetzt kommen wir wieder zu dem Raumwunder der Heckgarage bei solchen Fahrzeugen. Ich bin jedes Mal fasziniert. Sehr groß, wirklich sehr, sehr groß. Du kannst wirklich kompletten Haushalt mitnehmen. So, ne? Irre, was du da alles reinkriegst, echt. Ja, hier Stromverteilung natürlich, alles schön sauber. Und hier wieder diese Ablagen. Aber das ist bei jedem Carthago. Wenn du aufmachst, haben die grundsätzlich diese Ablagefächer. Aber immer auf einer Seite nur, ne? Ja, auf der Seite, wo du eigentlich am meisten brauchst. Ne? So von hinten kann man nicht so gut sehen. Ja, geht so. Ich mache mal so einen kleinen Überblick. Wir gehen einfach durch. Ja, ist auf Mercedes-Basis, klar. Und Rückfahrkamera. So, jetzt die Klappe mal von der anderen Richtung. Ich glaube, das ist genauso, ne? Ja, klar. Nur von der anderen Winkel halt, ne? Wir haben jetzt nicht geguckt wegen Steckdosen und so. Ja. Genau, Schatzi, da haben wir einiges verpasst mit der Außendusche und so. Stimmt, wir gehen da nochmal rüber. Ja. Ja, das machen wir. Na, dann machen wir das. Ja. Dann machen wir hier wieder zu, also genau. Haben wir die Seite dann praktisch schon gezeigt. Ne? Genau, bevor hier wir ne? Halbe Sachen filmen, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Die Zeit nehmen wir uns. Wir wollen hier sehen, was das Auto hat, dass wir uns danach auch zu Hause angucken können. Genau. Was das alles noch hat. Hätte ich euch fast verschwiegen. Außendusche natürlich mit dran. Steckdosen sehe ich jetzt keine hier. Nee. Normalerweise sind die hier. Doch, natürlich sind da zwei Steckdosen hier. Zwei Steckdosen, jawohl. Zweimal 230 Volt. Und Beleuchtung natürlich, ne? Yep. So, jetzt gehen wir wieder zur anderen Seite, ne? Jetzt gehen wir zur anderen Seite, aber da brauchen wir die nicht mehr aufmachen, oder? Nee, aber das sind auch noch ein paar Klappen. Hier habt ihr einen Frischwasseranschluss. Das ist übrigens ein Doppelachse hier. Doppelachse. Sorgt für sehr gute Fahrstabilität. Next one. Ja, so. Hier passen zwei 11 Kilo Gasflaschen rein. Auch wieder mit der Duomatic. Und das ist jetzt, was mein Schatz hier gezeigt hat. Kontrolle meine ich natürlich. Ja, genau. Das haben wir auch schon mal gezeigt, dass man hier das arretieren kann mit dem Fach. So. Ah, das zieht sich sogar von alleine fast. Ja. Und was ganz wichtig ist, mach noch mal ganz kurz auf. Habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Man kann das hier eben rausziehen. Da ist keine Kante da, wo man sich dran stört oder wo man großartig heben muss, sondern man kann die Dinger ganz einfach hier rausziehen. Und weißt du, was Schönes sehe ich hierzu? Da kannst du sogar Handschuhe so oder sowas ablegen. Das ist wohl wahr. Noch so ein kleines Fach da, ja. Oder wie heißt das jetzt, wenn du fürs Ausland fährst, hast du auch andere Anschlüsse für Adapter, meinst du? Adapter, genau. Gasadapter zum Beispiel. Gasadapter zum Beispiel. Das wäre nur ein Beispiel. Wenn du es in so einem Paket drin hast, klar. So, jetzt nächste. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Durchreiche. Die haben wir von der anderen Seite schon gesehen. Genau. Hier sieht man es auch noch mal. Also da passt wirklich eine ganze Menge hier rein. Ja. Und was natürlich schön ist, auch wieder Carthago typisch. Man hat hier, obwohl es ein voll integrierter ist, auf der Fahrerseite eine Tür zum Aussteigen. Und da kommt, das zeige ich euch noch mal ganz kurz. Warte mal. Geht ihr jetzt rein? Ja. So, wenn ich die Tür aufmache, geht die Stufe automatisch unten raus. Auf.
auch schön. Das ist total schön. Warte mal ganz kurz. Wollten wir noch. Ja, da ist Diesel-Einfüllung. Ja. So, hier haben wir Ablagen für Getränke, für Handy, alles Mögliche. Schauen wir uns das Cockpit noch mal genauer an. Geh mal rein, das ist ein richtiges Schiff. Und ja, Mercedes natürlich hier im Display wieder drin. Hier unten ist die Rückfahrkamera, die ist ja bei Karthago eigentlich fast immer. Oder ich kenne es eigentlich nur, dass das hier an dem Platz ist. Schöne M-Box ist mit drin, Navigationssystem, alles Mögliche. Auch hier genug Ablagen für Getränke. Hier vorne nochmal, also der hat ja mehr als genug hier. Auch Getränke. Das ist ein richtig schickes Fahrzeug. Hier beim Beifahrer eben auch nochmal. So, wir gehen dann gleich rein, aber wenn ich jetzt schon hier vorne bin, zeige ich euch das alles. So, hier hat man ein schönes Ablagefach, sehr, sehr tief. Ah, da kriegst du allerhand Kusch rein. Oder wenn die Dame des Hauses stricken will, dann kann sie ihr Strickzeug da drin reinbringen. Ne? Da ist man nicht nachstricken. Die Zeiten habe ich hinter mir. Genau. Vielleicht kommen die mal irgendwann wieder, aber im Moment ist mehr nicht nachstricken. Das ist echt schön mit dieser automatischen Stufe da. Ja, schau mal, wenn du das jetzt zumachst. Ja. Zack. Cool. Weg. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ja, also auf jeden Fall vorne. Was? Mir gefällt das jetzt so sehr, ne? Also Die Front ist richtig Chrom, schick, ne? Ja. Das schaut hier richtig. Macht auf jeden Fall was her. Ja, richtig schön. So, dann gehen wir mal rein. So, die Tür. Schöne Aufbautür. Ja, mit zwei Schließpunkten unten und oben. Ablagefächer für Kleinkrusch, ne? Genau. Hier oben auch nochmal. Dann habt ihr die Scheibe. Aber das ist, glaube ich, jede Tür beim Karthago so, ne? Dass wir verdunkeln genau. Können. Dann habt ihr zwei Haken für die Jacken. Genau. Und natürlich darf es nicht fehlen. Da muss man drauf achten mit dem Teppich hier. Ja, ganz wichtig. Insektenschutztür, genau. Da kommen auch keine Mucken rein, ne? Und ich glaube, warte mal, ich filme erstmal den Eingang hier. Schön wieder mit einem richtig stabilen Griff, dass man sich da auch festhalten kann beim Ein- und Aussteigen. Lichtschalter, Drittstufe, eine Steckdose, 230 Volt. Und ich glaube, hier unten verbirgt sich dann auch wieder die Stauraum. Ich vermute mal. Na? Da kommen wir zu dem Keller, ne? Ja. Der hat zwei Arretierungen, okay? So. Ja, guck mal, was ihr für Scharniere habt. Also das ist wirklich... Also Getränkekisten, überhaupt kein Problem hier. Und zwar gleich mehrere, ja. Oder Schuhe. Oder ganz viele Schuhe. Genau. Hier habt ihr eben auch, um überall ranzukommen, Wasserablassventil, Wasserablasszentrale nennt sich das. Ja. So, jetzt machen wir schön die Klappe zu. Also wenn ihr beim Autohaus Hollenstedt einen Wagen kauft, kriegt ihr mit dem Teppich ausgeliefert. Also das sind die sind automatisch schon dabei. Okay. Das finde ich schon mal gut. Ich meine, mit dem Hund, glaube ich, wenn du unterwegs bist, brauchst du nicht wirklich. Also wir bräuchten wir wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal, im Winter oder so, das ist bestimmt total gemütlich zu fahren. Absolut, ja. Gut, dann schauen wir uns das Fahrzeug erstmal von vorne an hier. Von innen. Von innen, meine ich, ja. Von innen. Von innen vorne. Schaut ich freundlich hier gleich, aus. Es ist ein Hubbett da. Ja. Das kann immer ganz praktisch sein, ja, wenn irgendjemand schnarcht oder sonst irgendwas oder jemand krank ist. Ne? Mein Mann sagt das seit neuestem schnarche ich. Ja, ja mein eigenes Hörchen nicht. So, mach mal. Nee, wir können die Tür auflassen. Genau. Ne? Schöner großer Tisch. Den zeigst du vielleicht, wie der sich dreht. Genau, ihr habt hier unten habt ihr so einen Druckpunkt. Da drückt er drauf. Und dann kann man den ganz leicht in jede Richtung drehen. Und auch so schieben, dass jeder dann hier Platz hat. Und ich werde hier gleich mal die Polster ausprobieren. Wow, das ist einfach geil. Da fühle ich mich pudelwohl. Weißt du, was schön ist? Nein. Ist natürlich durch den Hubbett. Kopffreiheit vorne jetzt hier, ja. Ja, aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ach so. Ich wollte sagen, du hast ja hier zwei Sitze, aber normalerweise hast du immer eins, ne? Aber dadurch, dass so mehrere Personen unterwegs sind, ist natürlich richtig gut, dass du so viel Platz hier hast. Absolut. Und auch die sind sehr bequem. Kann man nichts sagen. Also das ist richtig gut gepolstert hier, ja. Ja. Und vor allem, was mir ganz gut gefällt, die Farbe vom Polster. Ja. Das ist generell die Farben hier drin, finde ich sehr freundlich, ne? Ja. Aber vom Polster her war ich jetzt noch bei Polsterschatz. Ja. Das war so richtig schöne, dankbare Farbe. Ja. Ne? Kann man so sagen, ja. Ja, ich denke mal, dahinter verbirgt sich der Fernseher. Und damit auch irgendwo, ja, da ist der Schalter.
Dann fahren wir den mal aus. Guck. Boah, richtig große Glatze. Ja. Da tut das sich ist was. Doch geil, ne? Ja, sehr schön. Schätzungsweise 42 Zoll. Ja. Ja? Wieder sein. Ja. Und das Ganze kann man natürlich auch wieder einfahren. Ich bin für sowas immer total begeistert. Ich weiß. Ja, vor allem das schließt sich alleine. Ja. Echt toll. Sehr, sehr gut. So. So, ich mache die Lichter mal wieder aus, sonst flackert das nämlich in der Kamera. Könnte passieren, ja. So, die sind aus. So, wir wollen ja Hubbett angucken. Mhm. Ist das automatisch oder? Nee, das ist manuell. Mechanisch. Mach's jetzt auch nicht ganz runter. Ach, guck. Damit wir dann irgendwo hängen bleiben, aber eine richtig schöne große Liegefläche, ja. Auch hier oben nochmal, ich zeig's euch mal, nochmal so ein Ablagefach. Lichtschalter ist unten dran. Ist schon schön sowas. Richtig. So, das Ganze wieder nach oben. Eingerastet so. Ist. Genau, und jetzt bist du, glaube ich, mit den Schränken dran, ne? Vorne hast du schon gezeigt alles, ne? Aha. Vorne hast du schon alles gezeigt. Genau. Ja, dann schauen wir mal. Jetzt kommt dein Part. Jetzt kommt meins, ne? So, haben wir, normalerweise haben wir doch hier Schuhschrank irgendwie. Haben wir keins da, natürlich. Den hätten wir jetzt verpeilt. Hätte man fast vergessen, genau. Ja, das ist eigentlich in jedem Karthago ist ein Schuhschrank da unten, ne? Eigentlich, normalerweise. Da habt ihr auch Einschnallgurte, ne? Also wir haben hier, glaube ich, 4 Personen kannst du mitnehmen, ne? Mhm. Also müssen die auch eingeschnallt sein. Da haben wir 2 Schränkchen. Genau. Einmal Push. Push der Button. So kleinen Kram, kleinen Krusch rein tun. Auf der anderen Seite genauso, ja. 2-mal, identisch, glaube ich, ja. Schaut auch so aus. Sehr schön. Dann haben wir 2 Riesenschränke. Ja, da verbirgt sich ja wegen, wegen der Anlage da die ganze Technik. Der Receiver, ne? Genau. Receiver. Aber ihr kriegt trotzdem noch einiges runter hier. Der ist auch sehr flach. Also von daher nimmt er kaum Stauraum weg. Ja, ein paar Körbchen reinschieben und dann geht das. Ne? So, auf der anderen Seite genauso. Ja, das ist. Und auch wieder schau mal die Scharniere an. Ja. Richtig, richtig toll. Ja, wertig schaut es aus. Ja. Mhm. Ja, schöne Vorhänge. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt. Fliegen geht dann natürlich. Verdunkelung. Ja, gut. Ganz geschmeidig, ganz schön zu. So gehört auf der anderen das. Seite auch. Ich gucke jetzt, wie das jetzt Fenster. Die kannst du nicht aufmachen. Guck. Hm? Oder was ist das denn? Habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, die sind nicht zum Aufmachen, glaube ich. Nee, die sind nur zu fest. Ja, es ist vielleicht der Sicherheit geschuldet, ne? Ja. Dann bräuchte ich aber auch keine Fliegengitter dann, ne? Richtig. Aber das sind wahrscheinlich automatisch die dabei. Die kannst du aber aufmachen, ja. Ja, die kannst du aufmachen. Ja. Ja, reicht ja auch, ne? Ach, ich weiß es warum. Wegen dem Fernsehen wahrscheinlich. Ja, genau. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Ja. Ne? Manchmal muss man den Käppchen einschalten. Wir entdecken das Fahrzeug zusammen mit euch. Richtig. Ja, jetzt sind wir bei der Küche, ne? Mhm. So, beginnen wir denn oben heute. Ein Riesenschrank. Wow. Oh, weißt du, was schön ist? Ich brauche hier keinen Hocker. Ich komme auch so hin. Ich zeige es euch mal ein bisschen aus der Entfernung. Mein Leimel ist ja nicht gerade die größte. Nein, das heißt nicht die größte. Also die kleinste bin ich aber auch nein, nicht. Nein, das nicht. Nein. Aber ich würde ja da hinkommen. Ne? Bei manchen müsste ich wirklich einen Hocker haben. Hier bräuchte ich keinen. Ja. Wunderbare Scharniere. Ne? Also die ist wirklich Bombe. Lässt sich schön zumachen. Dann haben wir wieder eine Espressomaschine hier dabei. Also heißes Wechselrichter ist auch schon verbaut. Ja, natürlich. So, dann haben wir schöne Vitrine mit echten Gläser. Auch, ja? Yes. Ja, natürlich die Karthago-Gläser. Logisch. Das schmeckt der Wein schon wieder lecker, du. So, da haben wir hier klein Fach. Das finde ich auch nicht schlecht. Kannst du irgendwie Kaffeekapsel vielleicht ablegen oder so. Ja, genau. Bietet sich an dafür, ja. Schöne Vitrine. Also, wenn man irgendwo angekommen ist, kann man schön ein Pflänzchen hier aufstellen oder einfach Kaffeetassen. Und eben auch hier mit einer Rüttelkante, dass da eben nach vorne nichts dann rüberkippen kann, ja. Ja. Wobei, bei der Fahrt würde ich immer alles abnehmen. Ja, so. Außer du hast wirklich irgendwas fast Festes, wo es klebt, dann ja. Ja. So, da haben wir hier auch Karthago-typisch 3 Regelchen mit Rüttelkante. Für Salz, Pfeffer etc. Ja, dann haben wir hier jetzt Fliegengitter mit der Verdunklung. Und da könnt ihr hier eigentlich auch geschmeidig die Fenster aufmachen. Mhm. So, da kommen wir zum Herd. 3 Flammenkochherd. Auch immer wunderbar. Mit gusseisernen Einlagen da drin. Ja. Vor allem, wenn man einen Topf an die Seite schiebt, ne? Also der pluppt nicht runter. Also das lieben wir, ne? Also dass er so durchgehend ist. Und auch zum Saubermachen, man nimmt das raus. Und total easy, ja. Ja, das ist wirklich sehr gut gemacht. Hier seht ihr wieder, was für Töpfe ihr verwenden könnt. Also 160, 220 und 160 wieder. Ich glaube, das ist Standard beim Karthago, dieser Herd, oder?
manche. Ja. Und man sollte nicht zumachen wieder, wenn es noch heiß ist. Ne? Ja. Sonst macht es Peng. Ganz wichtig. So, da kommen wir zu dem Spülbecken. Auch wieder ausreichend groß. Wirklich, da kriegt er auch eine große Pfanne rein. Das ist das ganz ist wichtig. Hammer, sowas. Ne? Also kannst du auch Putzheimer so hinstellen, wenn du mal, wenn es dir nach Putzen ja. ist oder so. Ne? Ja. Sehr wertiger Wasserhahn mit Brauseschlauch dabei. Eben. Genau. Sehr, sehr gut. Und die Ablage davon kann man hier eben dann wieder reinsetzen und auch für zusätzliche Ablagen dann benutzen. Oder als Schneidebrettchen nutzen. Richtig. Na? Ja. Das finde ich, ich glaube, das ist auch schon Standard beim Karthago. Und das finden wir gut. Also das ja. hat sich wahrscheinlich das System auch bewährt. So, jetzt, so, jetzt kommen wir zu den Schubladen, Besteckkasten. Ist auch groß genug. Absolut, ne? Also, ja. Hier unten habt ihr die Absperrhähne für Wasser, Gas und so. So, geht schön zu. So, die zweite Schublade. Auch die ist auch groß. Ja, Wahnsinn, was du da reinkriegst. Ne? Der anderen. Ist da ein Mülleimer drin, oder? Nee, keiner. Zieh's mal ganz raus. Weil das ist da ganz echt, raus. Da ist hinten auch noch ein Fach. Nee, das kann ich nicht raus. Da kannst du zwar vielleicht Kleinigkeit ablegen, aber sonst vergisst du. Das ist halt nicht sehr tief jetzt, also auch für Töpfe, Pfannen etc. Ja, kann man schön zumachen. Wir gehen mal, ach nee, da geht's auch für die Flaschen. Richtig, mit Flascheneinlass, ja. Hier oben noch mal so ein kleines Fach. Ja, das finde ich immer ganz gut. So, zu. Und beginnen wir heute mit dem unteren. Und hier sehe ich den Mülleimer, genau. Genau. Und wie kriege ich den jetzt auch? Hier. Und da dran ziehst. Ach, guck. Auch wieder mit Mülltrennung. Ja. Und hier noch eine ganz große Schublade. Ja. Genau. So, warte mal, die haben wir noch nicht aufgemacht. Nein. Nein. Boah, breit genug. Also er kriegt wirklich so viel unter. Also gerade für 4 Personen, wenn man hier reist. Hey, Hammer. Massig Platz hier drin, ja. Teller ohne Ende kannst du mitnehmen. Also wir nehmen, wir Frauen nehmen ja sowieso immer ein bisschen zu viel mit. Ist so. Ja. Ist so. Man muss immer wieder mal ausräumen. Aber alles, was hier erstmal reinpasst, können wir reintun. Genau. So, ich würde sagen, Schätzchen. Ja, wir haben hier einen Backofen hier oben. Kurz gucken. Der ist jetzt nicht sehr hoch, aber dafür sehr breit. Heißt, auch eine große Pizza kriegt man eben rein. So, dann haben wir einen Absorberkühlschrank von Dometic. Und beide Seiten auf ja. zu machen. Schönes Eisfach drin. Ist immer wichtig, dass das ja, eben von beiden Seiten aufzumachen. Und beim Kühlschrank unten genau das gleiche. Der ist top. Also der von Dometic Kühlschrank, der ist wirklich top. Ja, das haben sie gut gemacht. Da ja. unten kannst du eben die Flaschen reintun. Hier hast du nochmal so ein extra Gemüse- und Obstfach, wo du die Luftzirkulation regeln kannst damit. Und schon einige Fächer drin, ja. So, ich glaube, wir haben es hier was vergessen. Das Ganze, kleinen Moment. Auch von der anderen Seite eben aufmachbar. Das ist immer ganz praktisch, sowas, ja. Gerade bei so einem großen Fahrzeug. Warte mal, wir machen Küche fertig, aber davon haben wir was vergessen. Und kein hier Problem. Kommt ein Apothekerschrank. Apothekerschrank. Geht der nicht weiter? Doch. Doch, der geht weiter. Ah, das ist ein Traum. Jeder Frau. So was wirklich, Mann. Ja. Hausmann, Hausfrau. Das ist richtig schön. Ja, also da kriegst du auch sehr, sehr viel unter. Ja. Das ist so ein kleiner, irgendwie nimmt er gar nicht so viel Platz. Aber was du hier alles unterkriegst, das ist Wahnsinn. Ja, glaubt man gar nicht. Ja. Mhm. Schön. So, und da haben wir vergessen, natürlich Spiegel. Das finden wir immer super. Und ja. mein Schatzi hat die Zentrale nicht vorgestellt. Ja, richtig. Hier nochmal von dem Wechselrichter, von der Heizung und das normale Bedienpanel, was wir hier oben haben. Und alles unter einer Klappe. Das heißt, wenn man es nicht braucht, kann man es verdecken. Und da kannst du vielleicht auch noch irgendwie so Fernbedienungen, so kleine oder sowas ablegen. Ja, so viel Platz hier. Oh, ganz recht. Kann man machen. So, was wir auch noch vergessen haben, hier zu zeigen, das haben wir schon gezeigt, die Kleiderhaken. Hier an der Seite sind auch nochmal Kleiderhaken. Das ist ganz praktisch, wenn das direkt an der Tür ist. Wenn du zum Beispiel rausgehen willst, ja, wenn du rausgehen willst und es ist ein bisschen frisch, zack, Jacke raus, fertig. Nicht, dass du ins Schlafzimmer gehen musst und suchen. Also ich bin immer für Jacken vorne. Absolut, was ich euch noch zeigen wollte, hier oben habt ihr noch so einen Deckenventilator. Das kann man also, gerade wenn man kocht, bietet sich sowas an, dass die Dämpfe eben rausgehen. Ja. Mhm. Und ich sehe gerade, das hier ist eine Tür, das heißt, man kann den Raum hier verschließen. Mhm. Das heißt, schön die Kinder aufgeräumt oder den Mann aufgeräumt und die Tür ist zu. Das ist toll. Und schließt auch bündig, ne? Oder so gut wie bündig oben und unten, ja? Okay. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass sie schließt, ne? Von der anderen Seite kann man es wahrscheinlich dann auch noch dicht machen. Da hat man nämlich einen doppelten Raum. Und jetzt kommen wir zu einem richtig, richtig großen Badezimmer. Schau mal, was für Raum du hier hast. Wahnsinn. Schau das mal an. Irre. Guck mal. Da kannst du ein Tänzchen drin machen, du. Ja,
Fast für Yogamatte, aber nur vor fast. Ja. Ne? So, richtig schön. Dusche. Ich ziehe mal meine Schuhe aus und dann stelle ich mich auch mal da rein. Du kannst es da rein. Nee, ich will ja danach noch ins Bett. Na gut, na ja, dann. Sehr geräumig. Oben, glaube ich. Ach nee, die ist schon offen. So, schließt. Das quietscht jetzt ein bisschen, das ist das Holz. Kann ich nichts dafür. Aber du hast hier ausreichend Platz, wirklich auch Kopffreiheit. Hier, ich mache mal wieder auf. So, hier hast du Ablagen, wo du dein Duschgel reintun kannst. Und hier stört auch diese Radkasten, der stört irgendwie gar nicht. Also ich kann mich wirklich sehr schön bewegen hier. Ja? Ja. Das ist eine sehr großdimensionierte Dusche. Ja, schöne Brause. Ja, schlicht gehalten, ne? Ja. Oben natürlich auch wieder mit Heki. Ja, das ist ganz wichtig nach dem Duschen, dass hier den Fenster, sage ich, dass ihr Heki aufmacht. Dass ihr Heki aufmachen könnt. Ja. Und zeig mal ganz kurz, ist es verdunkelt? Boah, es ist echt hoch. Fliegengitter und ja. Verdunkelung, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Das geht ja so. Schauen wir bei du, ne? Ja, das ist bei mir, wie gesagt, jede Dusche passt. Ne? Das quietscht, das nervt die Leute bestimmt. Das wollte man nicht lange quietschen. Aber das Schöne wirklich sehr viel ist, Raum hier, ne? Wenn du mal aus der Dusche rauskommst und umziehen willst, ach so, nee, das geht mit der Tür nicht, weil nee, dafür du die andere hast du die vordere Tür, ja, genau. Ah, okay. Und du kannst ja separat praktisch auf die Toilette, auf deinen. Lass mich das mal ausprobieren, bitte. Wie das platzmäßig ausschaut. Stilles Wörtchen hingehen, ne? Ja. Beinfreiheit, genug. Seite auch genug. Handtuchheizer drin. Hier hast du auch nochmal ein Fenster, genauso wie oben Heki, dass du durchlüften kannst. Kleiderhaken ist mit da. Also für Handtuch oder so. Ne? Hier schön für die Toilettenpapierrolle, Spülung. Hier an der Seite hast du auch noch Ablagefächer. Ein Ablagefach, okay. Genau. Ja, hast du gleich Heizungsregler. Ja. Ne? Also Platz hast du hier genug. Da würde ich auf jeden Fall keine Platzangst kriegen hier drin. Ne? Nee. Ja, passt. Sehr schön. Ach, hier unten ist auch nochmal eine Vertiefung, genau. Also, ja, wenn man will oder wenn man es braucht, kann man die Beine auch ausstrecken da unten. Machen. Ja, wenn du ein bisschen größer bist, weißt du, noch größer wie du. Lass mal mich mal gucken. Upsala. Ist es Porzellan? Ja. Okay. Aber das ist doch keine Dings. Das ist doch mit der Kassette oder mit dem Tank. Fäkaltank. Das kann ich dir nicht sagen. Das müssen wir mal dann durchlesen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber wir haben Kassette gesehen. Ne? Ja, das heißt aber nichts. Da brauchst du echt nichts sagen. Ne? Ja. Gefällt mir richtig gut. Ja, du hast da sowieso Platz, ne? Ja, das ist immer, wie gesagt, ich bin ja ein sportlicher Typ hier. Genau. So, wir kommen jetzt zum Badezimmer. Zum Waschbecken? Zum Waschbecken, das ist total schön stylisch, finde ich. Richtig schön. Und vor allem sehr groß, ne? Der ist groß und da spritzt das Wasser wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch nicht so. Ne? Schaut auch sehr edel aus mit dem Wasser. Sehr. Ne? Da habt ihr 230 Voltsteckdose, Schalter, dann wahrscheinlich für hier. Ja. Das wollten wir auch nicht mehr anmachen, das Licht, weil, wie gesagt, wenn wir das mit dem Licht filmen, flackert das, deswegen lassen wir auch aus. Dann haben wir Spiegelschrank, reicht vollkommen. Auch wieder für jeden genug Platz hier drin. Ja. Mit Drittelkante, dann habt ihr extra noch Absicherung, dass das Zeug nicht rausfliegt. Ja. Ne? Da haben wir hier noch Justierbändchen, das ist praktisch, wenn ihr ankommt, ein Türchen dann auch nicht so irgendwie entgegenfliegt. Ne? Finde ich gut. Schöne Schieferoptik, richtig schön. Ja, zeige ich euch auch noch mal kurz. Die Becher natürlich, Seifenspender. Also schon alles fest, das ist super. Ja. Dann haben wir hier einen Handtuchhalter, finde ich ganz gut, dass er oben ist. Mhm. Wie gesagt, wenn du Hände gewaschen hast, kannst du schön abtrocknen, weil hier unten, das ist durch Schubladen, wäre es ein bisschen unpraktisch, glaube ich. Ne? So, dann haben wir drei Schubladen. Oh, das ist toll. Für Handtücher. Ne? So, die zweite Schublade auch. Identisch. Geht viel rein. Handtücher etc. So. Waschlappen. Super. Also Handtücher ohne Ende mitnehmen. Ja. Finde ich schön. Machen wir alles schön zu. So, und dann. Warte mal, hier ist noch ein großer Schrank, habe ich gesehen. Ach ja. Warte mal, da gehe ich mal zur anderen Seite hin, dass man das auch sieht. Boah, da kannst du was mitnehmen, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, ne? Also ich würde sagen, der Wagen ist schon auch fast geeignet zum Leben, ne? Ja, definitiv. Ja. Allein das Platzgefühl hier drin, irre. Also du hast den Herd, du hast eine riesen Küche. Ja. Hier, was vom Platz hier, richtig toll. Bei den Und das ist bestimmt unten auch noch, vermute ich mal. Ja, da vermutest du genau richtig.
Warte mal mit der Tür, das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt haben wir ein Problem. So. Jetzt haben wir gar kein Problem mehr. Oder doch? Schauen wir mal, ob wir den aufkriegen. Glaube ich nicht, ne? Kannst du da reinspitzen? Ja, hier kommst du an den Abwassertank ran. Okay. Der Zugang, das finde ich auch immer ganz gut, wenn das richtig alles schön zugänglich ist, ja. So, wieder Klappe zu. So. So. So, Schätzchen, steigst du ins Bett? Nee, wir machen erstmal die Schränke durch, oder? Hier vorne gleich am Bett. Oder so. So, da kommen wir hier. Einmal von oben ran. Auch wieder mit Kleiderstange drin und wirklich ein riesengroßer Stauraum da drin. Ja. Also, das Ganze kann man natürlich auch von außen zugänglich machen. Da ist eine Tür mit automatischem Licht eben drin. Richtig mega. Ja. Also ich bin immer total verblüfft, was in so einem Wagen alles mitnehmen kannst. Und hier kommst du noch zur Batterie, guck. Hier sind die Batterien unten drin verbaut, genau. Ja. So. Mega. Also klar, du kannst ja mit den Kindern hier reisen, dann brauchst du Stauraum. Ja. Also mit den Kindern sowieso. Gut, wenn man hier drin lebt, braucht man auch Stauraum, ne? Das stimmt. Ja. Die legen wir da. So, hier hast du. Hier ist nochmal das Zusatzpolster, wenn man das Bett dann verlängern will, das zeige ich euch dann gleich noch. Und weißt du, was schön ist? Nee. Wenn ich das nach oben mache, das hält sich. Stimmt. Ja. Toll. Muss ich nicht drauf achten. So, zu. Und natürlich tolle, schöne Matratzen. Ja, da sind wir gleich gespannt. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal hier die Federung. So, hier haben wir diese Tellerfedern. Die liebe ich ja. Die sind richtig bequem. Ja. So, und dann lass uns das Bett mal ausprobieren. Wie gesagt, man kann das länger machen hier. Hier rausziehen. Dann kann man das Polster eben, wo wir unten gesehen haben, hier noch reintun. Dann hast du eine schöne große Liegefläche. Und dadurch, dass du, wenn du das Bett größer hast, die Treppen auch mit nach vorziehen kannst, kannst du trotzdem noch bequem einsteigen. So. Dann wieder arretieren und ich gehe auf meine Seite hier. Welche Seite ist deine? Ich glaube, die hier. Hallo? Ja. Wir haben immer anders geschlafen. Oh, herrlich. Boah, da liegst du. Da liegst du richtig schön. Oh, das Fanny will nicht mehr aufstehen. Nein, wir haben hier USB-Anschluss, da drüben auch nochmal. Lichtschalter, 230 Volt-Anschluss. Das ist alles da, was man braucht. Ja? Ablagefächer, boah, das sind so bequeme Matratzen. Ne? Auch Kissen toll, ne? Ja, ich liebe das. Wow. Ja. Und warum sagst du, das ist jetzt deine Seite? Weiß ich warum nicht, da würde ich mich wohlfühlen. Nee, du. Ich glaube, die ist länger. Okay, dann nehme ich die. Ich probiere die mal aus, ob die länger ist. Ich werde gar nicht mehr gefragt hier. Ja, du hast recht. Das ist meine Seite. Ja, das war schon immer so. Aus dem Kasten haben wir ja, das jetzt getauscht, aber. Herrlich. Oh, da möchte ich ein kleines Nickerchen machen. Ey. Nix mit Nickerchen. Wir gucken weiter. So. So, jetzt gehen wir die Schränke mit euch durch. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schränke. Ach, riesig. Riesig. Die Scharniere, das ist ja typisch Karthago. Ne? Das werden die massive Scharniere verbaut. Da habt ihr Rüttelkante. Ja. Ich meine, gut, bei den Sachen, wenn ihr Pullis gestapelt habt, da brauchst du keine Rüttelkante eigentlich. Ne? Aber die schön, ist schon, dass es da ist. Ne? Hier angebracht. So, jetzt spiele ich weiterhin. Flugbegleiterin hier. Ja, wenn es Tür ist. Aha. Geht auch richtig schön zu. Da ist es so. Ups, was machst du denn? Ja, der ist ganz, ist gesprungen. Auch ausreichend Making Platz. Gesprungen. Und hier habt ihr auch nochmal ja, so Ablageflächen für Handy. Zum Beispiel, wenn ihr unten den USB-Anschluss nutzt, könnt ihr euer Handy da ablegen. Und ich bin Fan von den Schränken, die gerade so gehen. Weißt du, so nicht abgeschreckt sind, weil da bleibt das Zeug auch da drin. Weißt du, da fliegt dann entgegen, wenn ihr irgendwo ankommt. Boah. Die sind massiv, ne? Ah, hallo. Nee, das ist die Scharniere. Ja, die sind halt noch neu. Der muss erst mal eingefahren werden. Ja. So, und da haben wir hier auch identische Schränkchen. Siehst du das, was ich meine? Hier sind die auch ein bisschen ab. Ne? Aber bis daher kannst du richtig schön alles vollstopfen. Genau. Also das sind eben auch noch mal das gleiche identische. Ja. Und hier verbirgt sich, so wie ich das sehe, oder kann sich dahinter verbergen, ein Fernseher. Jawohl. Der ist nämlich auch drin. Alphatronics. Ja. Auch schön, wenn du nicht brauchst. Kannst du ganz einfach verstauen da drin. Und dann nimmt es auch keinen Platz weg. Und vor allem ist es clever gemacht, dass der Schrank nicht so tief hängt hier.
Absolut. So, und hier sehe ich jetzt auch nochmal, hier haben wir so einen Arretierungspinnebilder. Den kann man, ich tue mal deine Schuhe da ein bisschen weg. Mhm. Warte mal, der ist festgemacht? Nee, ist er nicht. Dann kann man die Kühe hier auch noch zuziehen. Ich bleibe mal drin. Ups, einmal von der Seite. Einmal von der Seite. Das heißt, man hat eine doppelte Raumabsperrung. Du kannst hier im Schlafzimmer deine Ruhe haben. Du hörst wahrscheinlich garantiert nichts von vorne, wenn jemand Fernsehen schaut. Ist genial. Und jetzt zeigen wir euch das mal, diesen Raum hier, wenn beide Türen zu sind. So, hier oben. Schau mal, was du für ein Raumbad hast. Das ist irre. Mach mal zu, die beiden Türen. So, warte mal, meine Schuhe, da ist sogar Dings rausgeflogen. Ja. Hier schön mit Spiegel. Richtig schön. Ist das Spiegel? Riesengroße Spiegel, ja. Echt schön. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das so vermitteln kann, wie viel Raum hier drin ist. Also da kannst du dich echt frei bewegen, kannst dich umziehen, nach dem Duschen, alles mögliche. Also total bequem. Wahnsinn, ne? Ich bin von dem Raumbad begeistert. Ja. Das ist richtig toll wie gemacht. Wie gesagt, da kann einer auf der Schüssel sitzen, ne? Ja. Du hast deinen Schrank, wenn du nach dem Duschen rauskommst, siehst du dich um, also sieht dich keiner, ne? Also wenn du nicht willst, ne? Magst du alles zu. Super. Wir kommen zum Fazit. Was sagst du? Fazit. Ich bin total begeistert hier. Also Raumgefühl, der kommt auf jeden Fall mit auf unsere Liste. Das ist schon mal. Ja, ich habe erst mal gedacht, wegen dem Hubbett, ob wir das so unbedingt brauchen und so, aber. Besser haben und nicht brauchen, als nicht haben und brauchen, ne? Das sage ich immer. Ja, aber der ist lang, ne? Ja. Der ist lang und breit. Ich habe jetzt von der Breite her nicht gesehen, aber der ist, was mich begeistert, ist das Raumbad. Ja. Also das Bad ist echter Klasse. Absolut, ja. Wahnsinn. Ja. Also von mir ganz klar, Daumen nach oben für dieses Fahrzeug. Also das kommt auch in unsere Liste. Mal gucken, was dabei rauskommt aus der Liste. Ihr merkt schon, wir sind sehr Karthago-lastig im Moment. Das liegt einfach daran, uns begeistert die Qualität hier. Das ist das eine. Und auch das Raumgefühl, dieses ganze Konzept hier finden wir richtig schön. Und ja, deswegen ist das so ein leichter Favorit jetzt eben von uns auch. Ja. Mhm. Apropos Favorit, wir sind hier beim Autohaus Hollenstedt. Wer das Fahrzeug kaufen will, wir verlinken die Adresse unten. In der Videobeschreibung wieder und das Autohaus Hollenstedt, wenn einer von euch Monteur ist und einen Job sucht, bitte gerne melden beim Autohaus Hollenstedt. Die suchen dringend Monteure, weil die ihren Service natürlich aufrechterhalten wollen und verbessern wollen. Und da gerne beim Autohaus Hollenstedt melden. Adresse unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, wir machen Schluss mit dem Video. Wir machen Schluss mit dem Video, wir gehen weiter gucken. Wir gehen weiter gucken, genau. Hat euch dieser Vlog von uns wieder gefallen, freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Nord. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und ja, wir sehen uns hoffentlich hier demnächst auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.